Liebe Online-Community, mein Team und ich wünschen Ihnen und euch alles Gute zu Weihnachten, einen guten Start ins neue Jahr. Das letzte Jahr war sehr intensiv. Wir haben das entwicklungspolitische Jahr 2015 gemeinsam mit vielen von Ihnen und euch verbracht in vielen Bundesländern, international in New York, zu entwicklungspolitischen Zielen 2030. Wir haben uns für den Menschenrechtler Mazen Darwish eingesetzt, der aus Syrien aus dem Gefängnis gekommen ist. Und wir haben uns auch zu diplomatischen Dingen eingebracht. Ich war zweimal in der Ukraine. Wir bringen uns einen In-den-Nahost-Prozess in den Syrien-Dialog, auch hier aus dem Europäischen Parlament, im Gespräch mit den nationalen Politikern, aber auch mit anderen Delegationen aus anderen Parlamenten. Ich denke, es war ein intensives Jahr, auch aufgrund der Situation der Verteilung der Flüchtlinge. Hier brauchen wir mehr Solidarität. Und wir brauchen keine Angst, dass wir das als europäischer Kontinent gemeinsam stemmen können, weiterentwickeln können. Wir stehen vor Herausforderungen, aber die sind machbar. Und die Weihnachtsbotschaft heißt, fürchtet euch nicht. Und vor dem Hintergrund gehe ich zuversichtlich auch ins nächste Jahr. Lassen Sie uns gemeinsam diese Demokratie, unser Europa gestalten und nicht den Kopf in den Sand stecken. Und von daher frohen Mutes, eine gute Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Bis bald.